Servus Ladeln und herzlich willkommen zu Tag 5 der CWL. Auch Tag 4 haben wir wieder souverän gewonnen. Zwar diesmal mit einem Stern weniger, aber 33 waren hier auf jeden Fall auch ausreichend. 5 Sterne Vorsprung hatten wir am Ende des Tages und die Gegner haben wirklich alle 15 Angriffe gemacht. Die haben zweimal gewonstert. Aber gut, zurück zu Tag 5. Auch hier habe ich mir natürlich wieder zwei Pläne gemacht. Und heute will ich keinen langweiligen Queenshot-Schlalo spielen, zumindest keinen normalen Queenshot-Schlalo. Heute will ich das Ganze mit einem Recall-Spell spielen. Und zwar einmal hier straight ins Rathaus, Queen wieder einpacken und hier wieder beim Sammler setzen. Die soll dann hier einmal in dieses Compartment, hier dann Mauerbruch, weiter ins Multi-Compartment. Das heißt, meine Queen soll mir ungefähr das alles holen, so in etwa. Auf 12 Uhr kommt dann Sui dazu. King, Warden, Gladi und Lock Launcher. Damit will ich ungefähr. Also hier soll der Lock Launcher lang. Damit soll ungefähr das alles fallen. Das heißt, alles, was letztendlich für den Lalo noch stehen sollte, wäre das hier. Hier so ein kleiner Lalo. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Lange kein Recall-Spell mehr genutzt. Aber ich finde den Plan gar nicht so schlecht. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon reingehen. Let's go! So. Queen starte ich hier. Die beiden Bogitürme mache ich zum Funneln jeweils weg. Dann sollte mir die Queen ziemlich safe in die Mitte reinlaufen. Vorsichtshalber breche ich hier mal nochmal auf. Dann ist die Lücke auf jeden Fall groß genug. Nur 4 Heiler setzen, das ist immer ganz wichtig, das verkacke ich oft, wenn ich nur einen Recall-Spell spiele. Aber soweit sollte der Funnel eigentlich stimmen. Da sind genügend Mauern offen, damit die Queen wieder reinlaufen sollte. Jetzt, wenn da links schon eine schwarze Mine war, müsste ich vielleicht da rechts nochmal einen Kokolun setzen. Die Uhr tickt halt auch schon. Die Skellies haben mich jetzt ordentlich aufgehalten. Ein offensiver Rage. Nächster Kokolun. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Die Nado, die ist da jetzt ganz schlecht. Muss ich hier nochmal ein Invis setzen, aber damit sollte es dann endlich passen. Boah, die Uhr tickt extrem. Das wird ein Time-Fail, wenn das irgendwie klappt. So, direkt ein Rage. King mit dazu. Oh, ich habe trotzdem die Fähigkeit verloren. No way. Und die Queen läuft mir falsch. Oh, das geht komplett schief. Das geht gerade komplett schief. Eieiei. Ja, okay. Gut. Das Ding kann ich vergessen. Das Ding kann ich komplett vergessen. So, jetzt die Warden Ability, damit der King wenigstens nicht stirbt. So rage ich hier fast mal die Gladi. Vielleicht holt die hier noch ein bisschen was. Aber. Ja, gut. Hier ein Headhunter mit dazu. Ich weiß nicht, ob der zu früh ist. Könnte aber noch gehen. Na, ah, da war zu früh. Komm, kriege ich irgendwie die Queen raus. Das wäre geil. Komm schon, Gladi, geh doch weiter auf die Queen. Wie dumm. Oh, shit. Ja, gut. Der Hit ging ja mal komplett schief. Ich habe sogar noch. Boah, ich habe einen Heiler nicht gesetzt. Irgendwie. Also ab dem. Ab der Nado war da komplett der Panic-Modus drin. Ein Headhunter habe ich nicht mal gesetzt.
Scheiße, 66%, das war ein Katastrophenhit. Bisher stand ich mit dem Account 3 aus 4. Aber gut, der Hit war es leider gar nicht. Den hatte ich mir um einiges besser vorgestellt. Ich glaube, es hätte auch gar nicht so schlecht ausgesehen, wenn die Queen da richtig läuft. Aber da habe ich scheinbar beim Funneln ein bisschen verkackt. Mir dann nicht genügend Zeit gelassen. Beziehungsweise ich hatte auch nicht mehr wirklich Zeit. Einfach aus dem Grund, dass ich da viel zu lange am Anfang fürs Rathaus gebraucht habe. Aber gut, wir haben ja noch einen Angriff. Und hier soll es wieder der klassische Queen Charge Lalo sein. Queen Charge fürs Rathaus, Flameflinger für den Scattershot. Also ich starte wieder ungefähr auf 11 mit meinem Queen Charge, damit der Flameflinger da gutes Value hat. Und dann hoffe ich, dass der Hit besser funktioniert. Jetzt stehe ich nämlich nur noch 4 aus 9. Das heißt, wir müssen jetzt trippeln, damit ich wieder bei meiner 50% Hitrate wäre. Mal gucken, ob es klappt. Wir gehen wieder rein. Hoffen wir mal das Beste. So, hier einen Kokolun, damit der Babydrache auf jeden Fall das holt, was er bekommen soll. So, und dann kann ich hier. Ah, ich weiß gerade nicht, ob ich schon den Flameflinger setzen kann. Ich befürchte nämlich gerade, dass mir meine Queen falsch läuft. Die müsste jetzt erst den Magieturm holen. Dann weiß ich nicht genau, wo sie mir hinläuft. Läuft sie mir jetzt rauf? Ich weiß es immer noch nicht genau. Ja, okay. Dann passt das soweit. Nächster offensiver Rage. Mono fällt, das passt. Hier habe ich leider jetzt gar nicht aufgepasst. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen was tun können. Da ist er. Oh shit, oh shit, oh shit. Das hätte nicht passieren dürfen. Nein, da war ich jetzt so raus kurz. Aber gut. Noch ist alles in Ordnung. Ich meine, der Flameflinger hat trotzdem bekommen, was er bekommen sollte. Aber ich habe keinen Rage-Zauber mehr. Ich habe nur noch die Queen Ability. Und jetzt kommt hier auch noch eine Damage CC raus. Das ist verdammt bitter. Das ist richtig bitter. Die Queen darf ihre Fähigkeit nicht verlieren. Ich brauche die für die Multis. Wenn die Multis nicht fallen, geht das hier nicht durch. Es steht nur noch die Queen, ne? Dann kann ich vielleicht die Gladi hier sogar androppen, aber das sieht hier ganz schlecht aus. Nein, die Queen! Die Gladi hat leider auch nichts geholt. Ich war mir so sicher, dass ich mit der Queen die beiden Multis bekomme. Hätte ich wohl meine Hits doch besser erst morgen gemacht. Hab mir überlegt, ob ich das Video heute noch aufnehme oder morgen erst. Es wäre die bessere Entscheidung gewesen, das morgen zu machen. Die Pläne waren doch gar nicht so kacke, habe ich mir gedacht. Aber scheinbar war das dann doch ein bisschen zu viel Damage, damit ich da die Multis bekomme. Und die Gladi war halt leider richtig doof. Die hat gar nichts geholt. Boah, das waren zwei Katastrophenhits. Ja gut, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wenn die Hits jetzt nicht sonderlich stark waren. Aber wir sehen uns morgen wieder. Servus, Ladl.